Ich habe letztes Mal über Elemente der verteilten Systeme gesprochen. Und hier an dieser Stelle möchte ich weitermachen mit Gruppenkommunikation. Das ist nur ein relativ kurzes Kapitel, danach kommen wir zu einem etwas größeren. Also, in vielen Fällen in unseren verteilten Systemen fertig alle? In unseren verteilten Systemen möchten wir so eine 1 zu mehreren, M wie mehrere Kommunikation haben. Also ein Sender schickt seine Informationen, die er da ausschicken muss, zu mehreren, zu so einer Gruppe. Im Sinne von Transparenz wäre es natürlich schön, er schickt es nur zu einem, weiß aber, dass es bei mehreren ankommt und dass sie sich mit der richtigen Semantik darum kümmern, mit der Semantik, die er gerne hätte. Eine der Dinge bei der 1-zu-M-Kommunikation, die wir gerne hätten, ist zum Beispiel Replikation. Also wir wollen unser Dokument zum Beispiel für die Fehlertoleranz oder auch aus anderen Gründen mehrfach irgendwo ablegen. Wir schicken also dieses Dokument an die Gruppe von Backup-Servern und die sorgen dann dafür, dass es ja, bei einer bestimmten Menge davon landet. Und wie viele das sind, ob es alle sind, ob es einer sind, wenigstens einer, also einer, genau einer, wenigstens einer, alle, mehr als die Hälfte, ja, diese Semantik, das hat was mit der Replikationsstrategie zu tun, wie viel wir denn, was wir denn da erreichen wollen, kann man sich verschiedene Anforderungen überlegen. Lookup gehört dazu. Wir suchen etwas, ein Objekt oder einen Dienst und wir fragen diese Gruppe, wo wir es denn finden können. Aber 1-zu-M-Kommunikation brauchen wir auch bei Videokonferenzen oder Audiokonferenzen. Ich habe hier diesen Kringel um die Empfänger gemalt und dann habe ich hier diesen roten Verteilpunkt gemalt und der wird von so einer Funktion Gruppenmanagement, mehr oder weniger explizites Gruppenmanagement, gesteuert. Das simple Gruppenmanagement, explizit können wir uns vorstellen, mit so einem Join, jemand tritt bei oder wird eingeladen, mit einem Leave, er geht freiwillig raus oder der Kick, er wird entfernt aus der Gruppe. Natürlich müssen wir solche Gruppen auch kreieren können, also anlegen können. Wir müssen sie wieder löschen können. Die zentrale Frage hier bei solchen Gruppenmanagement, bei dem Management der Gruppenzugehörigkeit ist, wie deterministisch das ist. Da gibt es einerseits ja, ein Gruppenmanagement, das dafür, bei dem der oder die, die da die Gruppe verwalten, genau wissen, wer dabei ist. Also es wird, man sieht, wer da gerade beigetreten ist, man sieht, wer rausgegangen ist, man kann auch explizit jemanden entfernen oder nicht deterministisch, dass lose beigetreten wird und lose wird wieder das verlassen wird. Einfach dadurch, dass man seine Applikation abschaltet oder den Computer abschaltet. Und das Beitreten ist natürlich genauso. Irgendein Programm anwerfen und da an diesem Datenstrom teilnehmen oder auch nicht. Also deterministisch, nicht deterministisch, das muss man sich da überlegen. Und auch die Zugangsregeln, ob es offen ist, jeder kann eintreten oder geschlossen. Man muss also beim Geschlossen zumindest einen Antrag stellen oder wird eingeladen. Das steht auch hier offen. Und die Rechte, ob man lesen kann, schreiben kann, managen kann und so weiter, muss man sich auch darum kümmern. Diese Zugangsregeln und Rechte führen dann gerne zu solchen Rollenkonzepten. In einem hierarchischen System gibt es jemand, der
der diese Rechte hat, diese Rechte verteilt, diese Rechte zurückrufen kann. Vielleicht ohne Abstimmung. Das Problem, wenn man so ein Verwaltungssystem hat, was hierarchisch organisiert ist, dann hat man da natürlich einen potenziellen Point of Failure. Das heißt, wenn einer mit einer bestimmten Rolle ausfällt, dann bleibt das System stehen. Mit Peers kann man bessere Ausfallsicherheit erreichen, aber auch da muss man für manche Fälle manchmal einen Chef wählen und Election-Algorithmen, ich hatte es schon mal, glaube ich, den Begriff gebraucht, sind da wichtig. Die gibt es aber, also zuverlässige Election-Algorithmen, da ist auch ein ganz einfacher angebbar. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das heute noch hinkommen, wir haben noch dieses Kapitel Zeit zu erledigen. Mal sehen. Über Zuverlässigkeit in solchen Gruppen haben wir schon mal kurz bei der Dienstegüte gesprochen. Also die erste Zuverlässigkeitssorte ist natürlich Best Effort. Keinerlei Garantien, aber wir versuchen es mal. Die zweite ist sowas wie K-zuverlässig. Wobei K kleiner als die Anzahl der Teilnehmer N ist. Das ist eine vernünftige Zuverlässigkeit, insbesondere wenn wir das K geschickt wählen. Und bei Replikation, da geht es gerade darum, das K vernünftig zu wählen. Da gibt es auch Betrachtungen dazu, wie groß das K denn sinnvollerweise sein sollte. Bei großen Gruppen, richtig großen Gruppen, ist diese atomare Zuverlässigkeit, entweder haben es alle empfangen oder wir müssen nochmal versuchen, es uns die Nachricht zuzustellen, den Kommunikationsvorgang zu allen zuverlässig durchzuführen. Entschuldigung, das ist bei großen Gruppen natürlich eine Utopie, beziehungsweise es dauert bei sehr großen Gruppen dann entsprechend länger und ist dann meistens nicht mehr praktisch durchzuführen. Also dieses K zuverlässig, wenn man überhaupt Zuverlässigkeit möchte, bei größeren Gruppen ist das hier das Mittel der Wahl. Und das hier unten, vollständige Zuverlässigkeit, so was Atomares, funktioniert eher nicht bei großen Gruppen. Wir haben aber auch noch was Weiteres zu betrachten. Wenn wir in so einem verteilten System hier existieren, was senden, Sie sehen, hier sind diese Pfeile hier irgendwie, der hier ist länger als der da und die da. Natürlich können wir nicht die gleichzeitige Ankunft überall sicherstellen und wir werden so Sequenzen des Ankommens haben. Also auf jeden Fall können wir irgendwie eine Sequenz des Sendens angeben, aber die Sequenz des Empfanges, die Reihenfolge des Empfanges können wir eventuell schon nicht mehr zuverlässig angeben. Da können Pakete sich überholen, aber auch bei solchen replizierenden Systemen, die ein bisschen komplexer aufgebaut sind, schauen wir uns mal hier an, wenn wir zwischen den beiden hier was austauschen und noch andere dabei sind, ne? Der hier, der P0, schickt an den P1 was, der P4 schickt was an den Nuller, ne, deshalb habe ich das hier auch so gemalt, der P4 schickt an den 1er, der P4 schickt an den 3er, der P0 schickt an den 3er, der P0 schickt wieder an den 4er. Und jetzt können wir uns überlegen, was passiert denn hier? Der hier, der Nuller schickt was an den 1er und sozusagen von Ferne betrachtet, wenn wir da oben irgendwo weit genug von der Erde weg sind und uns das betrachten und da so eine Sequenz machen, so eine zeitliche Sequenz, dann ist es vielleicht die da. Aber was dann wirklich in welcher Reihenfolge wo ankommt, ob nicht vielleicht das Paket, die Nachricht, die der Vierer zum Einser hinschickt, ankommt, bevor das vom Nuller beim Einser kommt, da können wir uns nicht sicher sein. Und das kann durchaus Probleme bereiten, weil wenn der Vierer was zum Nuller schickt und dann der Vierer was zum Einser schickt und davon ausgeht,
dass das, was der Einser sonst noch bekommt, schon basiert auf dem Wissen, was er rausgeschickt hat, zum Beispiel hier dem der Vierer geschickt hat, dann könnte das vielleicht die falsche Annahme sein, hier an dieser Stelle, wenn der Nuller was zum Einser schickt. Oder auch hier, 4 schickt was nach 3, 0 schickt was nach 3, ist da das Wissen vom Vierer schon dabei oder noch nicht? Es kann ja sein, dass diese Nachricht durchaus hier eine Weile braucht. Also ist das hier schon angekommen, wenn er das hier schickt? Hat der da, der Dreier, schon die Nachricht vom Vierer, wenn die Nachricht vom Nuller ankommt? Das führt uns zu sowas wie Ordnung. Ist die, die erste Ordnung ist, wir haben kein ungeordnet oder auch keine Ordnungsgarantien. Eine zweite Reihenfolge könnte diese FIFO-Ordnung sein, eine dritte sowas Kausalgeordnetes und das vierte diese totale Ordnung. Totale Ordnung heißt, dass es so eine absolute Zeitachse gibt und wir genau wissen, im ganzen System wissen, nicht also von der lokalen Perspektive aus, sondern im ganzen System wissen, wann da was ankommt und dass es geordnet ankommt. In der Sequenz, wie es rausgeschickt worden ist. Das hier ist besonders schwer zu erreichen und vielleicht auch wieder nicht das, was man sich wünscht, denn das hier braucht intensives Management, eigentlich sowas Zentrales. Ne? Wir schicken alle unsere Nachrichten an einen zentralen Server, der schaut sich diese Zeiten an und sortiert dann die Nachrichten entsprechend und schickt sie wieder raus. Kausal geordnet, das habe ich hier nochmal hingeschrieben. Ist kausal abhängig, E1 von E2, wenn E1 Auswirkungen auf E2 haben kann. Das nennen wir kausale Abhängigkeit. Also E1 kann Auswirkungen auf E2 haben, also E2 kausal abhängig von E1. Wenn Sachen kausal unabhängig sind, Ereignisse hier E, dann sind da keine Auswirkungen möglich. Und diese kausale Ordnung, das ist was, eine Folgerung daraus, da gibt es natürlich Transitivität. Ne? Also E2 ist kausal abhängig von E1, E3 ist kausal abhängig von E2, daraus folgt dann eben auch E3 ist kausal abhängig von E1. Diese kausale Abhängigkeit ist ein wenig gelockerter Begriff, ein weniger anspruchsvoller Begriff von totaler Ordnung, aber eventuell auch trotzdem noch nützlich. Mal gerade das Kausal steht ja dafür, dass das, was wir erreichen wollen, diese Auswirkungen, dass wir eine korrekte Auswirkungssequenz haben, da steht ja dafür, dass man damit das Problem noch vernünftig lösen kann, also auch intuitiv steht das da. Ich habe hier nochmal aufgezeichnet, hier diese Sequenz, ne? Der 0 schickt was an den 1er, der 4er schickt was an den 1er, der 4er schickt was an den Nuller und so weiter. Und ich habe das jetzt hier mal oben durchnummeriert. Der erste vorher, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste. Ne? Habe das hier an diese Kanten hingemalt. Das ist irgendwie auch ein bisschen unschön. Die anderen überdecken das hier, der nicht. Habe das an die Kanten hingemalt, um so diese Sequenz klar zu machen nochmal in diesem Ordnungsgraphen. Das hier, wenn wir eine totale Ordnung hätten, dann würde dieses Bild genau stimmen. Also erstens wird das hier abgeliefert, dann wird das hier abgeliefert, dann wird das hier abgeliefert, dann das hier, dann der und dann der. So wie das hier oben gezeichnet ist. Aber diese totale Ordnung ist schwierig zu erreichen. Wenn wir das jetzt so umsortieren, dass das hier oder uminterpretieren, dass das zumindest kausal geordnet sein soll, dann müssten wir erst noch herausfinden, welche Ordnungen wir hier, also welche Kausalitätsbedingungen, diese Sache mit den Auswirkungen, wie wir das formulieren wollen.
Ich habe schon, wenn man sich totale Ordnung anschaut und kausale Ordnung ansieht, dann kommt das, kommen wir zu einem Begriff von Zeit in verteilten Systemen. Sprechen wir kurz ein bisschen über die Anforderungen. Wenn wir alle Geräte, die wir in unserem System haben, synchronisieren wollen, extern, dann können wir Gleichzeitigkeit tatsächlich erreichen. Brauchen wir so eine Uhr, die für alle gemeinsam ist, dass alle mit derselben Zeit laufen. Das ist wahrscheinlich nicht einfach zu erreichen. Was uns insbesondere da im Wege steht, sind die Signallaufzeichen, Zeiten von dieser Zeit. Und selbst in einem lokalen System, wenn wir hier ein verteiltes Rechnernetzwerk aufbauen, wir müssen bloß den Takt hoch genug machen und schon haben wir signifikante Laufzeiten von dem Taktgeber, der da meinetwegen zentral steht, und den Geräten, die hier außen rum stehen und den Takt in Empfang nehmen. Manche sind vielleicht nur 2 Meter weg, manche andere sind 10 Meter weg. Dann müssen wir dafür sorgen, dass die Kabel trotzdem alle gleich lang sind und so weiter und so weiter, damit wir da bei der externen Synchronisation wirklich Gleichzeitigkeit erzielen können. Das Problem werden wir gleich noch ein bisschen intensiver betrachten. Interne Synchronisation zum Beispiel mit irgendwelchen Intervallmessungen. Warum ist Zeit in verteilten Systemen so wichtig? Zeitstempel, die wir auf unsere Transaktionen draufkleben oder auf, sagen wir mal, lieber erstmal nicht Transaktionen, sondern erstmal auf unsere Meldungen draufkleben. Zum Beispiel bei der Börse, ne? Wenn wir Aufträge abschicken, Order Management, da kommt es ganz wichtig darauf an, wann diese Kauforder ausgelöst worden ist, zu einem präzisen Zeitpunkt. Und da kommt es tatsächlich auf Millisekunden an, denn die Kurse schwanken die ganze Zeit. Und wenn man Trading betreibt, so mit Hochfrequenz-Trading, dann kauft man eine Aktie eine Million Aktien in Hongkong zu einem Zeitpunkt X, um sie zu dem Zeitpunkt X plus 1 in Frankfurt wieder zu verkaufen. Und an der Differenz kann man ein bisschen was verdienen. Aber weil die anderen ja auch sehen, dass da jemand viele Aktien in Hongkong gekauft hat, steigt der Kurs. Und dieses Transaktionssystem der Börse, das schreibt tatsächlich nur solche Kauforders auf und den exakten Zeitpunkt. Die Kurse, die werden dann sozusagen offline hinterher berechnet. Das wird dann in Geld umgerechnet hinterher. Und am Ende des Tages wird sozusagen, beziehungsweise in der Nacht, wird zusammengerechnet und dann kommt raus, wer da Geld verdient hat und wer Geld verloren hat. Und wenn Sie solches High-Frequency-Trading betreiben, das ist ja auch computerbasiert, da sitzt also ein Rechner, vergleicht Kurse, kauft zu einem bestimmten Zeitpunkt, verkauft kurz darauf später woanders oder vielleicht am selben Ort, und was sich dann in diesen 100 Millisekunden oder 2 Sekunden getan hat, das ist dann der Gewinn oder der Verlust. Also da hätten wir zum Beispiel gerne Zeitstempel, präzise Zeitstempel. Oder so ein RPC mit einer at most once Transaktion. Da würden wir ja auch erreichen, dass genau eines durchgeführt wird. Wir müssen also Zeitstempel hinpappen und sehen, das ist das Duplikat von der ersten Nachricht, die machen wir jetzt nicht. Oder so Maßnahmen gegen Replay-Angriffe. Das heißt also, wir zeichnen, oder mal ein Angreifer zeichnet zum Beispiel einen Login-Prozess oder sowas auf, zeichnet dabei, der weiß gar nicht, was da kommuniziert wird, kann ja auch verschlüsselt sein, und dann probiert das kurz hinterher nochmal. Um sich da einzuloggen, schickt einfach die Bits, die der erste Sender geschickt hat, die der echte geschickt hat, nochmal ab, kriegt eine Rückfrage, schickt dann nochmal das, was der zum Beispiel bei diesem Challenge-Response-Austausch der echte geschickt hatte, und wird akzeptiert, vielleicht.
Solche Replay-Angriffe, die kann man tatsächlich durchführen. Wenn wir da Zeit reinstecken, dann klappt das nicht. Und ein Freund hat in irgendeinem, ich weiß nicht, so eine Art Studienprojekt vor ein paar Jahren sowas gehabt mit dem elektronischen Zugangssystem. Die Idee war, hier ist eine Tür und hier ist so ein Zugangskontrollgerät. Da muss man sich mit so einer Karte ausweisen. Man steht also hier, das Männlein, Kopf, so, und hält da seine Karte vor dieses Lesegerät. Eigentlich ziemlich zuverlässig, gell? Sollte man glauben. Gibt aber einen Trick. Der echte Kartenhalter ist vor ein paar Minuten rausgegangen. Das ist ja hier so Nearfield-Kommunikation, die so auf ein paar Meter funktioniert. Ne? Dann hält er seine Karte nur in die Gegend. Also der ist rausgegangen, läuft zu seinem Auto. So. Auf dem Parkplatz, sagen wir mal, das hier sind 400 Meter. Der Böse steht hier, sein Kumpel steht hier ganz zufällig auf dem Parkplatz. Der Challenge von hier, der eigentlich an dessen Karte geht, die er hier in der Hosentasche jetzt hat, wird übertragen hierhin in dessen Empfänger. Und der schickt den Challenge hier an die Karte in der Hosentasche von dem, kriegt die Antwort, der überträgt die Antwort, der überträgt es hier und tada, Tür auf. Das funktioniert tatsächlich. Was man jetzt machen muss, ist, man muss hier die Laufzeit messen. Denn das ist der einzige Unterschied, den man hat. Der hier muss also zum Beispiel einen Zeitstempel in seine Anfrage reinstecken. Der Antworter steckt auch einen Zeitstempel rein. Und wenn diese Zeitstempel zu weit auseinander sind, dann machen wir die Tür eben nicht auf. Also, das ist sozusagen kein Replay-Angriff, den ich hier hingemalt habe, sondern nennen wir es mal Relay-Angriff. Und wenn man einen richtigen Zeitstempel hat, kann man dagegen was unternehmen. Ja, auch beim Key-Management in der Kryptographie sind Zeitstempel was Nützliches. Also präzise Zeit ist manchmal durchaus interessant in so einem verteilten System. Aber die Probleme, die wir haben, sind die Laufzeit, die eben nicht beliebig kurz ist, eine Nanosekunde, müssen wir uns immer vorstellen, also so, wie ist das, 20 cm vielleicht oder ein bisschen mehr, das ist so die Übertragungsgeschwindigkeit, so weit kommen unsere Signale in einer Nanosekunde, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, maximal so 30 cm, einen Fuß, ne? Aber zum Beispiel ein Stück Kupferkabel eben irgendwie so in der Größenordnung von 22 cm. Und was die Grace Murray Hopper da gemacht hat, ihren Studenten, war so ein Stück Glasfaser 30 cm in die Hand gedrückt in den Vorlesungen, das war eigentlich eine schlaue Sache. Ja, ich müsste mir vielleicht auch mal eine Trommel mit Glasfaser besorgen, irgendwie eine alte kaputte, und dann immer so 30 cm runterschneiden und das an sie geben. Da können sie sich dann zu Hause an ihre Pinnwand nageln oder so. Oder immer eine Tasche dabei haben. Die Grace Hopper, wenn Sie das Video mal angeschaut haben, die hat dann auch immer noch gesagt, naja, das ist ja gar nicht so viel. Ne? Aber wenn wir uns überlegen, eine Nanosekunde ist ja ganz kurz, aber wenn wir uns überlegen, dass wir dann nicht nur zu diesem Satelliten da oben ein Stück, zwei Stück, drei Stück, vier Stück von unseren Nanosekunden hintereinander hängen müssen, dann kommen wir schon bei ganz vielen Nanosekunden aus, bis wir da oben bei diesem Satelliten sind oder bis wir über den Atlantik drüber sind. Also diese Laufzeit ist ein Problem und die Laufzeitunterschiede. Wenn wir unser Kabel ein paar Meter länger machen, das Kabel zu dem, ein paar Meter länger ist als das Kabel zu dem, dann haben wir Laufzeitunterschiede von mehreren Nanosekunden, zig Nanosekunden. Und dann stimmt unsere Zeit eben vielleicht nicht mehr so präzise. Ein weiteres Problem ist die Clockdrift bei unseren Rechnern.
Sie wissen, ich habe es auch wahrscheinlich schon mal erzählt, so ein Schwingkreis, der Zeit produziert in einem Computer, der produziert keine absolut richtige Zeit. Was der macht, ist, der wird kontrolliert von einem Quarz, und dieser Quarz, der ist zurechtgeschliffen, und der Quarz sorgt dafür, dass, er hat natürlich auch Material-Eigenschaften, das Kristallgitter ist nicht perfekt, der sorgt dafür, dass dieser Schwingkreis mit einer bestimmten definierten Frequenz schwingt, aber der hat auch, da ist natürlich auch eine Toleranz angegeben, Millionstel, ein Millionstel Fehler pro Zeiteinheit, pro Sekunde oder so ähnlich. Und wenn man da einfach jetzt mal ein bisschen wartet, dann ist man selbst bei einer guten Clock in einem Computer heutzutage, dass man nach 11 Tagen oder so ähnlich eine Sekunde die Uhr falsch geht. Jetzt könnte sich jeder eine tolle Atomuhr besorgen, die kosten irgendwie so in der Größenordnung von 20.000 Euro oder 30.000 Euro. Manchmal kann man auch auf eBay eine ersteigern. Es gibt Privatleute, die veranstalten sowas. Die haben also zu Hause eine oder mehrere Atomuhren und versuchen, möglichst gute Zeit zu erreichen. Das ist auch ein Hobby, so wie Oldtimer sammeln oder so. Oder Briefmarken sammeln. In unseren Computern drin haben wir einerseits die Clock Drift, wo manchmal, wir müssen uns überlegen, wie das funktioniert. Wir haben also so einen Schwingkreis mit Quarz. Und der produziert so einen Takt. Und den Takt, den stecken wir in den Zähler rein. Und der Zähler, der produziert wieder einen Takt. Und das hier soll zum Beispiel 1/60 Sekunde oder sowas sein. Und alle 60 Sekunde lösen wir Interrupt aus und zählen den Zähler in unserem Computer hoch, den Zeitzähler. Wenn es dumm kommt, dann geht vielleicht auch so ein Interrupt mal verloren, ist maskiert. Und dann haben wir eine 60 Sekunde verloren. Ich mit meinem alten Mac da, in dem ich fleißig debuggt habe, da hatte ich also dann, wenn ich im Debugger saß, waren natürlich die Interrupts abgeschaltet. Und der Erfolg war, dass wenn ich eine längere Debug-Session hatte, dann war auch die Uhr schon mal dann eine Stunde oder zwei falsch. Da habe ich mich erst gewundert, warum immer nach dem Debuggen die Uhr nicht weitergelaufen ist. Aber irgendwann habe ich es natürlich dann schon verstanden. Also, manchmal gehen Interrupts verloren und dann stimmt unsere Uhr auch nicht. Wir brauchen also schon irgendwie eine Art, wie wir die Uhren in diesem System vergleichen können, wie wir unsere Uhr stellen können. Oder wir müssen ganz auf diese astronomische Zeit verzichten. Also, was ist denn überhaupt Zeit? Ein Tag ist das Intervall zwischen zwei Sonnenhöchstständen. Aha. Jetzt ist der Sonnenhöchststand erreicht, Markierung, am nächsten Tag wieder und dann haben wir 24 Stunden, beziehungsweise 86.400 Sekunden, der mittlere Solartag. Und das ist unsere Zeitreferenz. Wir könnten jetzt sagen, wir definieren einfach unsere eigene Zeit. Ich meine, das mit der Sonne, die ist ja auch nicht so richtig zuverlässig, der schwankt auch mal die Länge vom Solartag. Wenn wir das 100 Jahre lang machen, dann ist plötzlich mittags um die Zeit um 12 Uhr draußen dunkel. Ne? Das können wir auch nicht riskieren. Also wir müssen uns schon an diesem Solartag orientieren. Hier steht mittlerer Solartag, also das ändert sich auch manchmal. Und manchmal müssen wir unsere Zeit entsprechend dem Sonnenstand korrigieren. Das findet auch statt, da wird dann halt mal eine Sekunde eingelegt, dann ist mal ein Tag 86.401 Sekunde lang oder 86.399 Sekunden lang. An Silvester findet da sowas typischerweise gerne mal statt, ne? Dass die dann eine Sekunde einschieben oder rausnehmen oder sowas. So, die internationale Atomzeit
Das ist ja Universal Time Coordinated, beziehungsweise dieses TAI. Es gibt viele Institutionen, die produzieren mit solchen Atomuhren genaue Zeit. Da gibt es verschiedene Ansätze. In der Regel hat man auch ein paar von diesen Atomuhren und mittelt dann wieder zwischen denen. Tatsächlich gibt es ein ganzes Netzwerk. Also ich glaube, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig hat sowas. Die Amerikaner haben sowas, die Franzosen, die Engländer. Aber eben auch Privatleute, die bei sich zu Hause im Keller so ein paar Uhren haben. Und wenn man dann die Präzision der Zeit anschaut, wie gut die Zeit ist, die diese Leute da machen, da sind die Privatleute nicht immer die schlechtesten. Ja, es gibt da so Untersuchungen, wer gute Zeit produziert. Ja, hier haben wir eine Sekunde, ist dann irgendwie, ich glaube, es ist eine Sekunde, 9 Milliarden und ein bisschen was Celsius, 133 Zustandsübergänge. Was macht man, wenn man diese Superzeit hat? Nun, man kann eine Antenne daneben stellen, mit einem ordentlichen Sender drin und ständig ein Zeitsignal ausstrahlen. Das ist das DCF-77 und das ist das, was man Funk... Und die Empfänger dafür sind unsere Funkuhren. Das hier ist so ein Ding. Ne? Die könnten jetzt permanent die Zeit abgleichen, tun die nicht. Meine macht es, glaube ich, um Mitternacht und um 1 Uhr morgens und um 2 Uhr morgens und um 3 Uhr morgens oder so in der Größenordnung. Weil das relativ viel Strom verbraucht. Das DCF-77, das ist das Zeitsignal, das wird auf 77 kHz ausgestrahlt. Eine ganz niedrige Frequenz. So in der Gegend vom Mittelwellenrundfunk. Ne? Eine Auflösung von einer Sekunde, also alle Sekunde gibt's da Zeit. Und da steht dann eben drin, so jetzt ist es 23.57 Uhr und 3 Sekunden. Und die Genauigkeit ist aber deutlich unter einer Mikrosekunde. Also noch viel genauer als eine Mikrosekunde. Das Dumme ist bloß, man muss die Laufzeit des Signales vom Sender zum Empfänger kennen. Ich habe hier hingeschrieben, ist bekannt. Wenn ich meine genaue Geoposition habe und wenn ich die Position von der Antenne habe, ich glaube, für Deutschland steht dieser DCF-77-Sender in Frankfurt. Wenn ich also die Distanz von Freiberg nach Frankfurt genau kenne, weiß ich auch genau, wie meine Zeit ist, wenn ich dieses Signal kriege. Wenn ich aber die Distanz nicht kenne, naja, dann muss ich eben die Laufzeit reinrechnen, denn der braucht ja für diese paar hundert Kilometer von Frankfurt bis hierher, wie viel sind es, 400 oder sowas, glauben wir mal, braucht das natürlich auch wieder, 300.000 Kilometer pro Sekunde, also 300 Kilometer in der Größenordnung von einer tausendstel Sekunde oder sowas ähnliches. Und das muss ich wissen. Und ne, tausendstel Sekunde ist ja gerade in dem Mikrosekundenbereich. Es ist also durchaus relevant, ob ich in Frankfurt stehe mit meiner Funkuhr oder in Freiberg oder irgendwo in Frankreich, wo das Signal übrigens auch noch hinreicht. Also unsere Funkwecker, die haben eine relativ gute Zeit. Modulo Distanz von dem Sender da, der diese DCF-77-Zeit aussendet. Wenn wir unsere Geoposition kennen, können wir korrigieren. Es gibt übrigens dummerweise noch atmosphärische Störungen, Reflexionen von dem 77 kHz Signal und. Also die Genauigkeit, die man so in der Regel erzielt, ist irgendwie so in der Größenordnung von 10 Millisekunden. Nicht richtig toll. Entschuldigung, eine Millisekunde sind ja diese 300 Kilometer da, also die größten Mikrosekunden wären ja dann entsprechend, wie viel, 300 Meter, ne? So ungefähr. Müsste man also seine Position auf ein paar hundert Meter genau kennen, um diese Mikrosekundengenauigkeit hinzukriegen. Das GPS, das wir ja alle aus unserem täglichen Leben mittlerweile kennen, weil unsere Smartphones und das Navi und so weiter die Position daher beziehen. Das hat übrigens produziert auch gute Zeit. Also GPS, noch kurz zur Wiederholung, es gibt da 22 oder so Satelliten, gibt es auch Reservesatelliten und sowas. Und
die haben da irgendwelche Umlaufbahnen um die Erde. Und wenn wir zu einem gegebenen Zeitpunkt an den Himmel hochgucken, dann können wir so 4, 5 bis zu 8 gleichzeitig sehen von diesen Satelliten. Wenn Sie sich die richtige App für Ihr, zum Beispiel fürs Android-Telefon runterholen, dann zeigt er Ihnen an, wie viele Satelliten er gerade hat, um die Positionsbestimmung durchzuführen, wie viele er gerade wahrnehmen kann. Diese Satelliten senden alle ein Zeitsignal aus und eine Position von dem Satelliten da oben im Firmament. Also die senden ein Signal mit Zeitstempel und die Position aus. Und daraus können Sie Ihre Distanz zu einem von den Satelliten bestimmen. Und wenn Sie jetzt mehrere Kugeln, naja, es gibt dann so Kugeln um diese Dinge, ne? Und da, wo die sich die Kugeln schneiden, bei der Berechnung in Ihrem Gerät, da sitzen Sie dann. Es gibt übrigens, ja, also die können sich auch, je nachdem wie viele, wenn Sie also zwei Satelliten haben, dann hat es einen ganzen Kreis und dann der dritte, reduziert das dann, wo Sie da sein können, wie das so ist, ne? Und wenn Sie davon ausgehen, dass Sie auf der Erdoberfläche sind, dann können Sie also schon einen Längen- und Breitenfix von 3 Satelliten haben, und wenn Sie noch mehr haben, kriegen Sie auch die Höheninformation heraus. Aber es gibt eben, also die Laufzeitunterschiede sorgen dafür, dass man mit dem Zeitstempel hier und der Position seine eigene Position bestimmen kann. Man hat dann als Nebenresultat auch eine super genaue Zeit. Der Zeitfehler vom GPS, der ist weniger als 360 und ein bisschen was Nanosekunden. Das ist schon eine super Zeit. Wir brauchen eigentlich eine Antenne auf dem Dach oder sowas, damit wir das Satellitensignal ordentlich bekommen. Das haben Sie auch schon gemerkt. Indoor funktioniert das GPS nicht so richtig gut. Oder eher lausig. Was unsere Mobiltelefone uns davor spielen, das ist nicht mit, wenn Sie Positionsinformationen haben, dann zeigen die uns gerne auch mal das, was Sie sich so überlegen von den WLANs und die das sind, von den Mobilfunksignaltürmen und der letzten GPS-Position alles zusammen in Gebäuden. Drin ist unser Positionsfix nicht so genau. Da draußen geht er bis auf ein paar Meter genau beim GPS. Also, was uns hier in diesem Zusammenhang interessiert, ja, wir können da eine gute Zeit bekommen und gute Zeitstempel fabrizieren, wenn wir in einem Rechner einen GPS-Empfänger haben. Wenn wir jetzt also die gute Zeit bekommen haben und unsere eigene Zeit anschauen, dann müssen wir unsere Uhr korrigieren. Aber Vorsicht, nicht einfach eine neue Zeit einstellen. Das klappt nicht immer. Also die nachgehenden Uhren, die kann man vorausstellen. Vorausgehende Uhren muss man aber bremsen. Wenn man die einfach zurückstellt, dann gibt es eventuell Probleme mit den Zeitstempeln, die sie schon haben. Das habe ich natürlich auch schon mal ausprobiert. Es ist mir passiert. Ich arbeite an einem Textdokument. Sehe, dass die Uhr irgendwie falsch ist, stelle die Uhr zurück im Computer, arbeite weiter an dem Textdokument, möchte sichern, geht nicht. Sagt das Ding, das war's Word, da liegt schon eine neuere Version rum. Ich sichere nicht auf die Datei. Deshalb, Uhren zurückstellen können wir nicht machen, weil es ja solche Zeitstempel gibt. Wir müssen also unsere Uhr langsam bremsen. Langsam zurücknehmen, sodass Operationen mit Zeitstempeln keine Probleme haben. Wie kriegen wir jetzt Uhren mit Uhrzeit in unsere Maschine hinein, wenn wir keine eigene präzise Uhr haben? Wir können zum Beispiel in unserem Netzwerk irgendeinen zentralen Zeitgeber aufstellen, der eine Zeit produziert. Das ist auch gar nicht so wichtig, ob das jetzt nur wirklich die richtig gute Zeit ist. Hauptsache, diese Uhren in unserem System laufen synchron. Wir könnten irgendwo eine Maschine mit GPS-Empfänger aufstellen, wir könnten aber auch irgendwo einfach
einen Rechner haben, der selber hochzählt. Das ist gar nicht so wichtig. Eventuell für unser System, ob die Zeit wirklich die richtige ist, einigermaßen Zeit passt schon. Aber wir wollen diese Zeit in dem System verteilen und es gibt natürlich eine Verzögerung, eine Transition Time bei der Verteilung. Und die ist eventuell variabel, zumindest unterschiedlich zwischen den einzelnen Teilnehmern in dem System. Da können wir zum Beispiel die Laufzeit versuchen zu messen zu meinem konkreten System. Wie machen wir das? Da gibt es diesen Algorithmus von Christian, 1989. Wir fragen mal, der Klient fragt den Server nach der Zeit. Und bei dieser Anfrage, also ich frage, wie viel Uhr ist es denn? Und ich kriege in einem Paket zurück, es ist jetzt so und so viel Uhr. Minuten, Sekunden und so weiter. Bei diesem Roundtrip vom Klienten zum Server und zurück, da können wir die Laufzeit hier messen. Wir können eigentlich nur, und ich male es jetzt noch ein bisschen anders, eigentlich können wir nur das hier messen, diese Zeit. Dummerweise wissen wir nicht mal, dass der gleich antwortet, sondern wir können eigentlich nur diese Zeit hier messen und hoffen, dass die hier kurz ist. Oder wir könnten uns die Ankunftszeit notieren und die Absendezeit hier noch notieren. Diese Differenz hier aus dieser Differenz rausrechnen, dann haben wir den Roundtrip. Die Frage ist eigentlich, welche Zeit wir hier kriegen. Stehen wir hier in der Warteschlange und hier wird dann tatsächlich die Zeit eingesetzt und die Abstiegszeit im Verhältnis zu der hier und dann können wir das da berechnen oder nicht. Also, die Abstiegszeit ziehen wir von der Empfangszeit ab, kommen dann auf, dividieren das durch 2, dann haben wir den Delay, den Transit Delay und dann ist unsere Zeit, die Transmitzeit, die koordinierte Zeit, die Transmitzeit plus den Transit Delay. Wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass wir dieses Intervall hier irgendwie kontrollieren können. Denn das müssen wir eventuell hiervon auch noch abziehen, das korrigieren. Dieses Transit Delay, das kann man übrigens auch noch mit statistischen Methoden bewerten. Man kann also das Transit Delay in so einen Vektor eintragen und dann entsprechend glätten, diese Funktion, die da ist. Dass man also auch mal einen Ausreißer rauskriegt. Oder mit irgendwelchen Clustering-Algorithmen das bekämpfen, die Unterschiede in der Laufzeit. Dann könnte man hier irgendwelche Varianzen rauskriegen. Allerdings müssen wir davon ausgehen, oder wir wollten davon ausgehen, dass die Laufzeiten symmetrisch sind, dass es also von mir zum Server hin und vom Server zurück zu mir dieselbe Laufzeit ist. Das ist eine Annahme, die ist irgendwie natürlich, aber deshalb oder intuitiv, aber deshalb nicht unbedingt richtig. Man muss sich zumindest vergewissern, dass es meistens so ist. Im Weiteren haben dann also die Leute sich überlegt, wie können wir denn in so einem System aus vielen Rechnern, bei denen jeder seine Zeit hat, so eine koordinierte Zeit bekommen, ohne dass es einen zentralen Zeitgeber gibt. Wir haben also keine richtig exakte Zeit, weil wir die Hardware nicht spendieren wollen oder können, weil wir kein System mit einem Single Point of Failure machen wollen, weil wir also nicht wollen, dass unser System in Schwierigkeiten gerät, wenn gerade mal der Zeitserver ausfällt. Also versuchen wir mal, dass all die da sind, sozusagen ein Crowd-Timing produzieren. Alle sagen, wie viel Uhr es ist und wir denken uns eine vernünftige Zeit daraus aus.
eine Abstimmung über die Zeit. Also so ein zentraler Time Daemon, den wir auswählen aus einem von diesen Peers, der hat keine Hardware, wir können also einen auswählen, fragt alle Geräte nach der Zeit, misst natürlich Roundtrip Delay und so weiter. Und dann wird die Zeit gemittelt und jeder erhält die richtige Korrekturinformation für seine Zeit. Ich habe da hingeschrieben, Fehlertoleranzmaßnahmen, wenn dieser Zeitkoordinator, der zentrale Time Daemon ausfällt, müssen wir uns einen neuen suchen mit irgendeinem Election-Algorithmus. Also, naja, Election-Algorithmus lassen wir jetzt mal vorne, lassen wir jetzt mal zur Seite. Aber da gibt es gutartige Algorithmen und fehlertolerante Algorithmen, mit denen man einen finden kann. Hier also, ja, so eine Art Abstimmung über die Zeit. Und was man da macht, wenn man diese ganzen Zeiten zurückbekommen hat, dann steckt man das irgendwie in so einen Clustering-Algorithmus, damit man irgendwelche Ausreißer rauslässt. Ne? Ich könnte ja, wenn wir Zeit haben, hier so einen Haufen Zeitpunkte bekommen und dann noch hier einen und hier einen und hier einen, die völlig daneben liegen, und dann nehmen wir den mal raus. Wenn wir die jetzt hier noch berücksichtigen, würde unsere Zeit natürlich irgendwie, wenn der vielleicht mal, da geht es halt einfach nicht, die Software, und der ist ein Böser und schickt absichtlich die falsche Zeit, um uns mal ein bisschen zu piesacken. Dann lassen wir die rausfallen und nehmen diese Zeit hier, bestimmen hier den Mittelpunkt, und das ist dann unsere koordinierte Zeit. Das Network Time Protocol, das heutzutage auf ganz, ganz vielen Rechnern auch läuft, auf Ihren wahrscheinlich auch. Hier Mills 1992 und in einigen RFCs spezifiziert, da gibt es vielleicht auch noch mehrere, aber ich habe jetzt auch schon länger mal nicht nachgeguckt, was es denn da noch alles gibt. Das ist auch so eine koordinierte Zeit, und das möchte weltweit exakte Zeit zur Verfügung stellen. Da gibt es, hier steht, mehr als 1 Million Prozesse, heutzutage wahrscheinlich Milliarden von Prozessen im Internet, die daran teilnehmen. Die kommunizieren mit UDP, haben wir alle darüber gesprochen. Über UDP haben wir alle schon gesprochen. Es soll skalierbare Zeit werden. Und damit es skalierbar wird, können wir nicht nur einen Server benutzen, ne? Wenn die Milliarden Rechner da sich alle auf den stürzen, auf den einen, der die Zeit koordiniert, das kann es wohl nicht werden. Man braucht also irgendwie so ein System von Servern, viele Server, die die Zeit bereitstellen und die das untereinander auch wieder die Zeit abgleichen. So ein hierarchisches Serversystem, die Zeit produzieren. Die Server, die da teilnehmen beim Zeitproduzieren, nicht beim Zeitabfragen, sondern beim Zeitproduzieren, für die soll es ein Authentifizierungssystem geben, dass da also nicht irgend so ein Böser kommen kann und uns eine verrückte Zeit schickt, und die verrückte Zeit führt dann dazu, dass das Internet steht oder sowas ähnliches, fürchterliches. Und wir brauchen Fehlertoleranz, wenn das Netzwerk partitioniert wird, dass dann in den Teilen trotzdem noch Zeit zur Verfügung gestellt werden kann. Im Wide Area Network ist die Präzision, die das NTP verspricht, im Millisekundenbereich, im LAN deutlich kleiner als eine Millisekunde, und wenn man einen Server mit einem GPS hat, in einigermaßen vernünftiger Nähe, dann kommt man auch auf Zeit im Mikrosekundenbereich. Mikrosekundenbereich ist immerhin schon ganz schön, aber auch da wieder, ne, Mikrosekunde, 300 Meter, ja? Wir haben noch gar nicht so viele GPS-Satelliten da oben in der Atmosphäre, und bei denen fragt man dann jetzt auch jeder nach, warum sind die eigentlich? GPS-Satelliten fragt man nicht. Die GPS-Satelliten senden einfach immer ihre Zeit. Ja? Die broadcasten die Zeit, peng. Was tatsächlich passiert, ist auch, dass die unterschiedlich auf unterschiedlichen Frequenzen Signale mit unterschiedlichem Takt aussenden. Also wir haben hier die Erdoberfläche, hier ist einer, mal haben wir die Panels, diese Sonnenpanels noch hin, so, und die schicken ihre Zeit auf die Erdoberfläche.
aber natürlich auch hierhin. Was dieses Gerät hier braucht, ist ein Almanach. Der muss wissen, wo ist der Satellit jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt. In dem, die schicken hier in dem Zeitsignal ihren Platz, ihre Nummer und auch ihre Position mit und dann am Himmel. Und jetzt müssen wir nur ungefähr wissen, welche wo sind, um das ein bisschen noch überprüfen zu können. Aber wenn wir dann, die schicken übrigens, ich glaube, die schicken alle den gesamten Almanach immer wieder runter. Und so, wenn man das GPS-Gerät zum ersten Mal einschaltet, dann braucht man auch diese Karte der Satelliten am Himmel, die macht man sich dann. So, dann weiß man, wo die am Himmel stehen, am Firmament. Und die broadcasten einfach alle, der hier auch. Die broadcasten ihr Signal und wir stehen hier, ne, mit unserem Smartphone oder sonst was und wir kriegen dieses Zeitsignal, von denen wir kennen, das und deren Position am Himmel und wir kennen die, wir können die Laufzeiten abschätzen. Ja, da gibt es noch die Atmosphäre und so weiter, das ist ein bisschen unangenehm. Atmosphärische Störungen können das natürlich ein bisschen beeinflussen. So, und jetzt muss man diese Kugeln, die sich hier ergeben, schneiden. Und dann kriegt man Position. Also es wird nicht beim GPS angefragt, sondern die schicken ungefragt ihre Zeit an die Receiver. Mit übrigens relativ niedriger Energie. Die Dinger sind übrigens nicht fest am Firmament, sondern die bewegen sich. Ja? Und also der dahin und naja, die haben halt irgendwelche Umlaufbahnen. Über uns sind in der Größenordnung von 6 bis 8 Stück ständig sichtbar. Ich weiß nicht, ob auf den Polkappen auch immer 6 bis 8 sichtbar sind, ob es da nur 3 oder 4 sind. Müsste man nochmal nachschauen. Jedenfalls gibt es so in der Größenordnung Satelliten immer sichtbar. Die sind weit genug weg von der Erde, aber nicht auf einem geostationären Orbit. So MIOS oder so sind das. Es gibt noch konkurrierende Systeme, das GLONASS von den Russen ist eins, das haben die wahrscheinlich noch zu Sowjetunion-Zeiten geplant gehabt, aber das fliegt mittlerweile auch und die Europäische Union, die bastelt auch ein System, das Galileo, ich weiß nicht, ob die Satelliten schon alle oben sind oder nicht, ich glaube, das ist noch nicht in Betrieb und das Finanzierungsmodell war auch immer irgendwie dubios bei dem Galileo. Es stellt sich raus, dass eigentlich die Leute hier auf der Erdoberfläche keine Lust haben, das System zu bezahlen. Das GPS, was wir benutzen, das haben die Amerikaner mal aufgebaut, um noch zu den Zeiten vom Kalten Krieg, um ihre Cruise Missiles präzise ins Ziel lenken zu können, formulieren wir das mal so. Da gibt es auch noch eine ganz interessante Geschichte. Eine Zeit lang, also in den ersten Jahren, war das Signal, was die hier geschickt haben, das Zeitsignal ein wenig verzerrt. Da gab es, ich glaube, 2 Zeitsignale, das eine für Precise Positioning und das andere für ungefähres Positioning. Das ungefähre Positioning hat so eine Position von ein paar hundert Meter Genauigkeit gegeben und das Precise Positioning 10 bis 15 Meter, das hat es nur gegeben für die das Signal entschlüsseln konnten, also zertifizierte GPS-Empfänger, die amerikanischen Streitkräfte hatten. Und jetzt kommt der witzige Teil der Geschichte, als beim Golfkrieg I die Amerikaner da ihre Soldaten in den Persischen Golf geschickt haben, um da Kuwait zurückzuerobern, da hatte der Saddam Hussein große Minenfelder aufgebaut. Und die besorgten Eltern haben ihren Kindern, die da durch die Minenfelder ja irgendwann mal durch mussten, vorher rechtzeitig, bevor es losging, so GPS-Empfänger geschickt. Damit die Soldaten da, jeder individuell, halbwegs heil durch diese Minenfelder durchkommen.
Aber leider musste natürlich, da braucht man dazu genaue Positionen, um dadurch diese Minen, an den Minenfeldern vorbeizukommen. Und deshalb haben die Amerikaner, gerade als der Krieg dann losging, die Verschlüsselung fürs präzise Signal abgeschaltet, damit die Soldaten präzises Signal hatten, auf ein paar Meter genaues Signal hatten. So in der Wüste funktioniert das GPS ja auch prima, ne? Viele Satelliten oben sichtbar, kein Wald drüber, der stört ja auch, und durch die Minenfelder richtig durchkamen. Also gerade für den Krieg haben die Amerikaner es abgeschaltet. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich mal wollte. Ne? In einem Krisenfall wollte man ja gerade dem Feind genaue Position vorenthalten. Ich glaube, Bill Clinton hat dann irgendwann so, weiß nicht wann das war, Ende der 90er Jahre beschlossen, dass diese Verschlüsselung einfach wegfällt, damit man Navigationssysteme bauen kann. Ja, ein Navi auf ein paar Meter Genauigkeit funktioniert ja auch relativ schlecht. Und seitdem ist das immer abgeschaltet, aber es ist natürlich schon irgendwie so eine Art Damoklesschwert. Der amerikanische Präsident kann jederzeit beschließen, dass diese Verschlüsselung wieder eingeschaltet wird und dann ist unsere präzise Navigation erstmal futsch. Na gut, dann gibt es noch das GLONASS, aber was die Russen machen, wissen wir auch nicht. Vielleicht ist ja dann das Galileo so, wenn die Europäer endlich mal die Sache zusammenkriegen, dass die immer präzise Positionierungsinformationen ausschicken. Nun gut, also das NTP, ein hierarchisches System. Da gibt es Primärserver mit Empfängern für Universal Time Coordinates, also zum Beispiel GPS oder diese DCF-77-Signale oder vielleicht auch direkt eine Atomuhr oder sowas da dran. Aber eigentlich ist die Idee, dass man so Universal Time Coordinated bekommt. Und die PTA kann natürlich auch oder andere die Atomzeit produzieren und das koordinieren mit anderen zusammen, die kann auch so einen Server bereitstellen fürs NTP. Dann gibt es die Sekundärserver, die ihre Zeiten von den Primärservern empfangen und synchronisieren. Das ist immer noch diese Server-Ebene. Die Klienten befinden sich auf der untersten Ebene, hier unten Clients. Ne? Darüber gibt es dann zum Beispiel dieses Stratum 2 und das Stratum 1 und der hier wird synchronisiert von zwei Stratum 1 Servern oder von dreien oder von mehreren, der hier auch. Das sind die, vielleicht aber auch auf Stratum 3, also auf der dritten Ebene, und darüber S2 und darüber die S1 Server, von denen man seine Uhrzeit bezieht. Und da laufen auch eine ganze Menge im Netz. Und da muss man den Uhrzeitserver seines Vertrauens nehmen und den anfragen. Das System ist insgesamt schon hier auf diesen höheren Strata sicher genug und die besorgen sich von den Primärservern die Zeit und die hier ist eigentlich auch vertrauenswürdig. Und die hier untereinander synchronisieren. In LANs, die Kommunikation im NTP, in LANs mit so einem Multicast, ein symmetrischer Modus, der synchronisiert hier Serveruhren in den Strata und die Clients beziehen die Zeit mit so einem Procedure Call Mode, wie bei dem Christian Protocol mit Roundtrip messen. In einem Teilnehmer, also so ein Peer, der fragt mit NTP-Messages die Zeit ab. Das sind die Sekundärserver, die hier synchronisieren. Die fragen also die Zeit ab bei einem Peer. Man kriegt natürlich wieder so eine Zeit und dann noch eine Roundtrip-Delay. Die Zeit, die wir hier empfangen, die kann man filtern. Es gibt ja vielleicht auch mal einen Ausreißer. Die Zeit, die man von dem hier bekommt, die filtert man. Die Zeit, die man von dem hier bekommt, filtert man. Und dann haben wir hier drei Werte oder, naja, in der Regel auch noch ein paar mehr. Ich synchronisiere mich mit mehr Peers auf meinem Stratum. Und hier drin werden dann so wieder so Cluster gebildet.
und diese Cluster, die produzieren ein paar Werte. Die Werte, die werden dann zusammengefasst hier. Also wir, hier steht Server-Untermenge auswählen, also wir mit so einem Clustering-Algorithmus filtern wir ein paar aus von denen oder sortieren ein paar aus von den Werten, von denen wir glauben, dass sie zu weit draußen liegen, wie ich das hier mal aufgemalt habe. Und dann wird die Zeit hier kombiniert, eine Zeit berechnet. Da kann man auch wieder im Standard nachgucken, welche Algorithmen da benutzt und man da benutzt. Und jetzt hier hat man mit so einer Phase-Locked Loop, stellt man die Uhr vor und zurück. Immer ein ganz wenig vor oder ein ganz wenig zurück. So wie wir das in technische Informatik mal besichtigt haben. So, und was dann da wieder zurückkommt, solche Zeitstempel, die man auch gleich hier wieder benutzt, um neue Zeit wieder von denen zu beziehen. Hier hat man dann eine Uhr, und wenn jemand anders eine Abfrage stellt, dann nimmt man hier die Zeit heraus. Also das NTP, das ist schon eine Weile, ist schon ein bisschen älter, hat sich aber so als Standard etabliert, und seit ungefähr 10 Jahren benutzen das auch die meisten Arbeitsplatzrechner, um Zeit zu beziehen. Wenn sie das dann enablen und wenn die am Netzwerk dran sind. Wenn sie in ihren Voreinstellungen lang genug rumgucken, finden sie auch, von welchem Zeitserver in diesem hierarchischen Serversystem sie diese Zeit bekommen. Da können Sie ja mal ein bisschen gucken. Sie haben aber schon gesehen, die Zeit, die wir, also hier beziehen wir Zeit her von den NTP-Zeitservern, die ist ziemlich gut. Über Genauigkeit hatten wir hier gesprochen. Allerdings stellt sich die Frage, ob die Annahmen da von diesem Christians-Algorithm tatsächlich auch eingehalten werden, eine symmetrische Zeit von mir zum Server und zurück, Antwortzeiten und so weiter. Aber wir kriegen eine ganz gute Zeit, und die Zeitserver sind natürlich auch dafür verantwortlich. Die gute Zeit, die reicht für so die Zwecke des täglichen Bedarfs wahrscheinlich auch gut aus. High-Frequency-Trading würde ich vielleicht nicht damit betreiben. Aber und so sollte diese Relay-Attacken hier, da misst man eigentlich auch nur die Laufzeit, da braucht man wahrscheinlich keine absolute Zeit. Und das ist der Punkt, man braucht nicht immer absolute Zeit. Wir können auch mit logischer Zeit klarkommen als Ersatz. Wenn wir dafür sorgen, dass wir solche Abhängigkeit oder happened before Relationen einhalten. Und jetzt kommt hier der Leslie Lampert. Den hatte ich ja vor einer Woche oder zwei zitiert. Ne? Ein verteiltes System ist eines, in dem man nicht arbeiten kann, weil irgendein Computer, den man nicht kennt, abgestürzt ist. Und der Leslie Lampert, der hat diese Happened-Before-Relation eingeführt. Wenn in einem Prozess das Ereignis A vor dem Ereignis B stattfindet, dann ist das B abhängig von dem A. Wenn wir verschiedene Prozesse haben, dann müssen wir natürlich Nachrichten schicken. Jedes Mal, wenn wir in so einem verteilten System, das Lampertzeit hat, nach einer Nachricht schicken, zählen wir einen Zähler hoch. Also, zum Beispiel hier ist der Prozess P1, es tut sich irgendwas, also zählen wir mal diesen Zähler hoch, diesen logische Zeitzähler hoch. Beim B, da schicken wir eine Nachricht, also irgendeinen Vorgang oder so ähnlich in unserem verteilten System. Ich habe jetzt eine Überweisung oder sonst was. Schicken wir also diese Nachricht, und die kommt hier an, also die wird hier abgeschickt, fürs Abschicken zählen wir es eins hoch, und beim Ankommen zählen wir es auch nochmal eins hoch.
dann bewegt sich das hier auf dieser Zeitachse weiter, hier wird wieder eins hochgezählt, weil wir was abschicken, hier kommt es an, auch eins hochgezählt. Das E, das ist jetzt hier vor dem F, ne? Hier haben wir auch einen Zähler hochgezählt, wir müssen noch was machen, dass wir diese beiden Zähler hier jetzt koordinieren, der hat ja sicher einen anderen Wert als der hier. Hier hatten wir auch einen anderen Wert als hier beim Ankommen, das stattfindet, da müssen wir noch einen Augenblick lang drüber nachdenken gleich. Ja, wenn wir hier keine Kommunikation haben, dann sind die einfach alle concurrent und wir haben auch nicht mal sowas wie happened before oder so ähnlich. Happened before passiert in so einem Augenblick, wo wir den ankommenden Zähler hier irgendwie mit dem hier kombinieren müssen. Und das machen wir jetzt auf der nächsten Folie. Der Lampert-Algorithmus. Jeder Prozess hat eine eigene Uhr und das ist einfach nur ein Zähler. Ein Longint oder sowas. Ein lokales Ereignis, da wird dieser Counter Local oder die lokale Uhrzeit, können Sie sich jetzt aussuchen, raufgezählt. Bei einem Sendeereignis zählen wir auch rauf und schicken die Nachricht und packen unsere frisch raufgezählte Zeit da hinein. Wenn wir eine Nachricht bekommen, dann haben wir ja hier die Remote-Zeit und dann wird die lokale Zeit des Empfangsprozesses das Maximum von der lokalen Zeit und der Remote-Zeit, also beide nehmen. Hier haben wir zum Beispiel 1, hier kommt 4 an, Entschuldigung, und dann nehmen wir das Maximum davon, also 4 plus 1 kommt dann hier als neue lokale Zeit zusammen. Einfach genug. Also das ist wieder so die Kategorie, gar nicht blöd, hätte mir auch einfallen können. Oder vielleicht gerade nicht. Also hier haben wir eine lokale Zeit, 1, 2 raufgezählt, dann wird das hier mitgeschickt. In der Nachricht Message 1 haben wir die Zeit 2 stehen. Ja, die Formatierung lässt hier zu wünschen übrig. Vielleicht. Dann haben wir also hier 2, hier vorher hatten wir den Zähler auf 0, das Maximum von 0 und 2 ist 2, 1 raufzählen, haben wir jetzt hier die Zeit 3. Wir schicken hier, dann zählen wir unseren lokalen Zähler hier rauf, schicken wir also hier 4 mit. 4 ist größer als 1, nehmen wir die 4, arbeiten hier weiter. Was wir jetzt wissen, ist, dass das zum Beispiel das E vor dem F war. Also, wir haben entweder, wenn dieser Counter A kleiner ist als der Counter B, dann ist B kausal abhängig von A, oder sie sind concurrent, wenn wir jetzt hier einfach nur 2 betrachten. Also wir haben ja keine totale Ordnung, aber so eine kausale Ordnung der Ereignisse. Und jetzt machen wir weiter bei einer, sagen wir mal, einer Verallgemeinerung davon, der Vektorzeit. Habe ich hier irgendwo das Zitat? Das geht zurück auf den Herrn Matern, Friedemann Matern, glaube ich, der war eine Zeit lang in Deutschland Professor, ist aber jetzt, glaube ich, an der ETH in Zürich, auch hat eine Professur für verteilte Systeme. Dessen Vektorzeit kommt als Zeitstempel, als Zeitstempelvektor in eine Nachricht hinein, die in dem verteilten System verschickt wird. In jede Nachricht, die in dem verteilten System verschickt wird. Jeder Prozess hat PI, hat in der logischen Zeit ZI und so ein Zeitvektor besteht eben aus der Zeit von Z0, Z1, wenn wir hier der zweite Prozess in der P2, dann ist es unsere Zeit und so weiter. Jedes Gerät hat lokal einen Vektor. Und in dem Vektor steht immer die Zeit drin für einen Prozess, wo man zum letzten Mal da was bekommen hat von dem Prozess. Also wenn ich von P0 eine Nachricht kriege, dann muss ich ein Update vom Z0 machen.
die Regeln für den Update, da müssen wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Also, alle Nachrichten enthalten diese Vektoren. Und zwar stecken wir beim Senden immer den Vektor rein, den wir jetzt als Prozess haben. Da können alte Werte drinstehen. Vielleicht sind die anderen, wenn ich zu einem Zeitpunkt das hier abschicke, also beim Abschicken zähle ich natürlich hoch, und dann diesen Z1 da drin habe, dann kann das durchaus sein, dass wenn ich das zu dem Z1 schicke, dass der schon längst weitergezählt hat. Ich schicke einfach hier in dem Vektor meinen Zeitstempel zum Zeitpunkt des Ereignisses. Und der spiegelt auch wieder, was ich von anderen als Nachrichten bekommen habe. Das ist der entscheidende Gedanke. Spiegelt wieder, was ich von anderen als Nachricht bekommen habe. Sagen wir mal, hier haben wir 000 und dann schicken wir eine Nachricht an die beiden. Da schreiben wir als Zeitstempel 100 rein und hier an die untere auch 100. Die hier geht an den hier in der Mitte, der spielt an dieser Position, der spielt an der dritten, die jetzt hier aus der Zeichnung rausgefallen ist. Also die kommt hier an. Der hier schickt dann auch irgendwann mal eine Nachricht an den hier rechts, Nachricht von B, und da steht drin, meine eigene Zeit ist 1 und ich hatte schon die Zeit 1 von dem hier. Habe also schon mit dem Wissen, das in dieser Meldung stand, weitergearbeitet. Implizit bedeutet das, die Meldung, die hier kommt, berücksichtigt diese Meldung. Der hier, die kommt hier an, der hier hat aber noch nicht mal diese Meldung bekommen. Der hat nämlich noch als Zeitstempel das 000. Jetzt stellt er hier fest, ach, die Nachricht vom B, die ist aber wohl nur gültig, wenn man vorher die Nachricht vom A, die erste, gelesen hat. Ich kann also diese Nachricht noch gar nicht verarbeiten, sondern ich muss die verzögern und ich kann die erst verarbeiten, wenn ich die Nachricht 1, die mit diesem Vektor hier, vom A erhalten habe, kann ich dann auch sinnvoll mit der vom B umgehen. Das Verzögern. So, das muss man sich jetzt einen Augenblick im Gehirne wälzen. Ich habe auch noch eine andere Sicht hier, wo auch der Algorithmus dabei steht, der übrigens nicht besonders schwierig ist. Ich habe also hier einen Satzvektoren vorher, Satzvektoren nachher. Ja, doch. Das ist die Situation, bevor wir hier abschicken. Wir schicken also jetzt, hier, wir sind der P0, wir schicken hier den Zeitstempel mit. Wir sind der hier, das ist unser Stempel, den wir kontrollieren. Oder unser Zähler, den wir kontrollieren. Der war auf 6, der war auf 8, der war auf 2, der war auf 1, der war auf 5. Und das hier sind die Daten. So, jetzt bekommen das die anderen. Die haben gerade, der P1 hat diesen Vektor, Stempelzustand, der hat diesen Vektor, der hat diesen, der hat diesen und der hat diesen. Und jetzt gucken die das hier an. Der P1 schaut, okay, für den P0 hatte ich vorher eine 3 stehen, jetzt kommt die Nachricht 4. Ja, ich vergleiche den lokalen Vektor. Das, was da drin steht von dem, der es geschickt hat, mit dem Zeit, die da drin steht, von der es geschickt hat, wenn das gleich plus 1 ist, dann fehlt mir keine Nachricht. Und dann kann ich diese Nachricht zumindest in diesem Gesichtspunkt nehmen. Aber ich muss noch vergleichen, ob mein Wissensstand für den Rest hier mindestens so gut ist wie der von dem. 6 ist kleiner gleich 7, 8 ist kleiner gleich 8,
2 ist kleiner gleich 2, 1 ist kleiner gleich 1, 5 ist kleiner gleich 5, kann ich nehmen. Ich habe allenfalls weitergehendes Wissen. Mir fehlt aber nichts zu dem Wissen von dem hier. Ich akzeptiere. Der hier, also 3 plus 1 ist 4, ist gut. Hier steht da 6 drin, ich habe aber nur 5. Ich kann also dessen Nachricht noch nicht verarbeiten. Weil ich ja erst die 6 brauche, das da, oder vielleicht auch noch die 7. Ne? Das VI für alle anderen, ungleich K, muss kleiner gleich sein dem lokalen Stempel. 6 ist aber größer als 5. Ich muss das also in die Warteschlange schieben. Der P3 guckt, 3 plus 1 ist 4, okay. Und 7 ist größer als 6 und so weiter. Nehmen. Der hier guckt und stellt fest, oh, 2 steht hier, aber 2 plus 1 ist nicht 4. Da fehlt mir ja noch eine Nachricht vom P0. Ab in die Warteschlange, kontrollieren, später nochmal überprüfen, ob da diese Nachricht schon angekommen ist. Die ich brauche, um das verarbeiten zu können. Und der hier akzeptiert wieder. So, wir sind also jetzt nach dieser Überprüfung bei dieser Situation angelangt. 4, 4, 3, der hat nicht akzeptiert. 4, der hat akzeptiert, der hat auch Delay gemacht. Und der hier hat akzeptiert. Okay, alle einverstanden? Das ist ein typisches Beispiel von, das müssen wir uns zu Hause vielleicht nochmal angucken. Ich kann das jetzt hier nochmal erzählen, wenn es sein muss. Bringt aber gar nichts. Das ist sowas, da muss man sich hinsetzen und einmal selber durchdenken. Diese beiden einfachen Ungleichungen hier betrachten. Nein, es sind eigentlich mehrere, die hier dahinter stecken, ne, für 1, 2, 3, 4 und 5. Das hier ist in unserem Beispiel ja k gleich 0. Und das hier heißt auch nur, bitte verzögern. Bitte verzögern. Und jedes Mal, wenn die Nachricht angekommen ist und ich die akzeptiert habe, gehe ich durch die Liste der Verzögerten und gucke, ob ich die jetzt nehmen kann. Und zum Beispiel bei dem P2 könnte ja jetzt vom P1 die Nachricht gekommen sein, die das hier auf 6 bringt und dann kann ich das hier akzeptieren. Oder ich könnte vom P0 die Nachricht bekommen, die mit der Nummer 3, und dann könnte ich das hier endlich akzeptieren. Uah. Diese Nachricht, dann würde ja das hier auf 3 hochgezählt. Also, wenn man eine Nachricht bekommen hat, die man akzeptiert hat, rein in die Warteschlange. Allerdings müssen wir dazu hier verzögern. Und dieser rote Pfeil hier, das hat schon einen Grund, warum der rot ist. Fragen? Also dann nachher nochmal angucken. Oder am Abend vor der Prüfung. Ja, das können wir jetzt noch diskutieren hier, das mit dem Wahlverhalten noch kurz besprechen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass man, also letzte Stunde auch schon mal, dass wir manchmal so einen Chef wählen müssen, der irgendwas verwaltet. Der die Gruppe verwaltet oder der irgend so ein Locking verwaltet, einen kritischen Bereich, die Rechte vergibt und so weiter. Also den brauchen wir in manchen Systemen, in manchen Algorithmen. Manchmal können wir, wenn wir Glück haben, können wir sowas Zentrales vermeiden. Aber manchmal macht man es besser zentral. Und deshalb überlegt man sich, wie kommt man in einem Netzwerk von Peers oder in einer Gruppe von Peers zu so einem Verwalter. Und zwar so, dass wenn der Verwalter ausfällt, dass wir dann einen neuen finden können. Und die Antwort hier habe ich mal hingeschrieben. Also, wir wollen die zentrale Leitung wählen. Wir verpassen allen unseren Prozessen eine Nummer. Und alle Prozesse in dieser Gruppe kennen die anderen.
Wir wissen aber nicht, ob die anderen aktiv sind oder nicht, ob die leben, in Anführungszeichen, oder ob die ausgeschaltet sind. Dieser Bully-Algorithmus, Übersetzung von Bully in diesem Zusammenhang ist Tyrann, ich weiß nicht, ob der Algorithmus wirklich der Tyrannen-Algorithmus heißen sollte, aber okay. Nehmen wir mal an, wir haben einen Koordinator und irgendwann ist er weg, weil die Netzwerkverbindung zu dem ist unterbrochen oder der ist eingeschlafen oder abgestürzt oder hey, Computer machen die ganze Zeit sowas. Wir merken also, dass der Koordinator weg ist, zum Beispiel, weil wir den was gefragt haben und Timeout und so weiter. Wir, der P, merken das. Der P merkt, dass der Koordinator weg ist, dann sendet P eine Nachricht, die wir Election nennen, mit seiner eigenen Nummer. Also nochmal, der Vierer merkt das, der schickt also ein Election-Paket an die Prozesse mit einer höheren Nummer, an den 5, an den 6 und an den 7. Der 7 hat schlapp gemacht. Er war der, der vorher der Verwalter war. Also der 5er und der 6er kriegen dieses Paket, der 3er und der 0er und der 1er und der 2er, den schicken wir keine Election, weil wir schicken nur die Election an die mit der höheren Adresse. Als meine. Der schickt also, ich bin der 4er und fangen wir mal mit dem Wählen an. Der 5er und der 6er denken sich, der Vierer da, der will Chef werden. Hey, ich bin 5. Vergiss es. Oder auch freundlich gesagt, okay, ich kümmere mich drum. Und der Sechser auch. Wenn einer, dann ich. Ne? Deshalb heißt es wahrscheinlich auch Bulli. Also die beiden schicken das Okay. Und das Okay sagt jetzt so viel, ich kümmere mich drum. Vertrau mir. Als nächstes, also der 5er weiß jetzt und der 6er auch, die wissen beide, es muss ein neuer Chef gewählt werden, sonst hätte der 4er das ja nicht gemacht. Also schicken der 5er an den 6er und an den 7er Election 5 und der hier schickt an den 7er Election 6. Der 6er schickt zurück, okay, ich kümmere mich. Der 7er schickt aber nichts zurück, der hat ja gerade schlapp gemacht. Also nach einer gewissen Weile, keine Antwort, denkt sich der 6er, es gibt keinen höheren, ich bin jetzt hier Chef. Und genau das macht er, er schickt den anderen hier, ich bin jetzt Koordinator. Koordinator von 6 an die anderen hier. Also wenn man eine Election kriegt, dann sagt man, ist gut. Der Sechser könnte ja auch beschließen, ich hier mir die Arbeit machen, Chef werden? Nö. Also lässt das und schickt nichts zurück. Tolerieren. Oder er schreibt eben das Okay hier an den zurück und schickt eine Election von sich selber an die anderen. Jetzt hat der Sechser hier dieses Koordinieren an 0 bis 5 geschickt und jetzt ist er der Chef und die wenden sich vertrauensvoll an den. Jetzt kommt aber noch der 7er, der wieder aufwacht. Der meint ja immer noch, er wäre Chef. Ne? Und der 7er, der jetzt aufgewacht ist, der schickt jetzt das Coordinate 7 an die anderen und die anderen akzeptieren das dann und der ist wieder nur ein ganz normaler Peer. Also dieser Algorithmus, kann man sich angucken, funktioniert. Und über diesen Bully-Algorithmus zur Auswahl gibt es auch, man kann mich immer nicht entscheiden, 2000 oder 3000 Papers oder vielleicht 5000, also massenhaft Papers in verschiedenen Situationen mit Modifikationen, um es noch irgendwie ein bisschen schöner zu machen und so weiter. Das ist also ein ganz populäres Ding. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch nur 1000. Aber so in der Größenordnung wird fleißig benutzt. Man kann sich auch irgendeinen Ring-Algorithmus da ausdenken, also eine Variante davon in einem Ring. Ich meine, das mit dem Ring, das steckt ja schon irgendwie in der Ordnung von den Adressen drin. Ne?
Okay. Feierabend für dieses Semester. Das packe ich jetzt nicht mehr an. Wir hätten noch 5 Minuten. Die 5 Minuten, die überlasse ich Ihnen zum Fragen.